Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Weil die Nachfrage nach einem Baby-Update immer größer wurde, dachte ich mir, ja, jetzt drehe ich mal eins. Und auch deswegen, weil wir tatsächlich bisher erst ein einziges gedreht haben und das war zu ihrem Halbjährigen. Und jetzt langsam mit großen Schritten geht's auf ihren ersten Geburtstag zu und dann ist sie gar kein Baby mehr. Deswegen halten wir jetzt nochmal alles fest, was sich jetzt gerade so tut und das ist einiges, was ich euch heute berichten möchte. Ich habe die kleine Maus jetzt hier mal dazu geholt. Die knabbert jetzt gerade an der Reiswaffel und hört jetzt einfach mal zu, was die Mama hier so zu erzählen hat. Hä? Okay. Ja, unsere Kilia-Maus, die ist jetzt schon 10 Monate alt, beziehungsweise schon 10,5 Monate alt. Genau. Das ist so verrückt, wie die Zeit rennt, der absolute Wahnsinn. Da kommen wir jetzt mal zu den Maßen. Dazu muss ich sagen, dass ich sie selber gemessen habe. Wir hatten die U6 beim Kinderarzt jetzt noch gar nicht, die haben wir erst noch. Deswegen musste ich mal selber ran, gell? Das hat mich aber auch total interessiert. Ich muss dazu sagen, ich habe sie gemessen, als sie geschlafen hat. Da lag sie krumm und schief im Bett, aber ich kam so auf 78 bis 80 cm. Ich denke, das haut auch hin. Sie trägt jetzt nämlich Größe 80. Und ich kaufe nur noch 86, von dem her, ja, schon allein von der Größe haut das ja hin. Mal gucken, was der Kinderarzt dann sagt. Und gewogen habe ich sie letztens bei meiner Mama. Wir haben hier nämlich gar keine Waage, wir haben nur die Waage von der Wii U. Und das wird dann das ganze Programm durcheinander bringen. Deswegen sind wir da letztens mal auf die Waage. Und da hatte sie 11,2, das war mit Kleidung gemessen oder gewogen. Ja, genau. Aber ich habe auch schon sowas um den Dreh vermutet. Also ich dachte zwischen 11 und 12 Kilo, weil nach der letzten Untersuchung, da hatte sie ja schon knapp 10 Kilo. Die ist ja schon ein Weilchen her. Deswegen habe ich sowas geschätzt. Ich bin auch gespannt, was dann bei der U6 tatsächlich beim Kinderarzt rauskommt. Du lenkst mich total ab, weißt du das? Hm? Wenn du hier so süß deine Reiswaffe knabberst. Ansonsten muss ich sagen, wir haben ein total fröhliches, aufgewecktes Baby hier. Das ist der absolute Wahnsinn, die ist so schnell unterwegs. Sie möchte alles entdecken, erkunden. Mit den Händen, mit den Füßen, mit dem Mund am liebsten. Gell, das machst du ganz gerne. Alles in den Mund schieben. Macht sie auch genau richtig so. Es fing mal an mit dem Robben und da ist sie so schnell unterwegs gewesen. Da hat man einmal nicht geguckt und wenn sie irgendwo hin wollte, dann kam sie da auch hin. Super, super schnell. Oder der Mama hinterher. ja, inzwischen ist es dann ins Krabbeln übergegangen. Das konnte sie auch schon eine Weile, aber da hat sie jetzt erst vor kurzem eigentlich angefangen, so richtig zu krabbeln, weil das Robben ging einfach schneller. Da war sie einfach schneller unterwegs. Aber jetzt hat sie auch fleißig geübt. Jetzt ist sie auch im ich kann schon gar nicht mehr reden. Jetzt ist sie auch im Krabbeln ein totaler Weltmeister und super schnell unterwegs. Und krabbelt hier durch die Gegend. Aber nicht nur das. Eine Weile zieht sie sich jetzt auch schon an Gegenständen hoch und läuft die auch entlang. Also das ging eigentlich auch Schlag auf Schlag. Sie läuft jetzt an der Couch lang, am Bett, eigentlich überall. Sie läuft auch inzwischen total niedlich an der Hand. Ich übe das jetzt mit ihr auch schon an einer Hand. Das klappt auch schon so ein bisschen. Da ist sie eigentlich auch schon relativ sicher. Klar, wackelig, aber sie möchte das auch. Und das klappt eigentlich ganz gut. Aber gerade zum Thema Laufen muss ich sagen, da kann sie sich echt noch Zeit lassen und Baby bleiben. Die ist eh schon so weit und das geht eh alles so schnell. Also von mir aus muss sie jetzt nicht loswatscheln, wirklich nicht. Aber das entscheidet sie ganz alleine, gell? Yum, 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 ihr schmeckt's. Das entscheidet sie ganz alleine, wenn sie so weit ist. Und ja, da kann man sie einfach nur begleiten und sie unterstützen und sie fördern. Und das mach mal. Ja, ich habe ihr jetzt neulich auch einen Lauflernwagen geholt. Den fand sie die ersten Tage auch total klasse. Der hat auch Musik und so. Also so ein bisschen spielerisches Teil auch. Aber auch zum Laufen fand sie es klasse, bis sie dann einmal mit dem Oberkörper einen Schritt zu weit war und dann mit den Beinen nicht hinterher kam. Dann war das Ding irgendwie nicht mehr so cool seitdem. Also zum Laufen, zum Spielen schon noch. Ja, aber dran gestanden ist sie bisher nicht mehr. Die Große, die ist damit immer schräg gelaufen, also dass die Räder sich nicht vordrehen, weil das Ding kann auch ganz schön schnell werden. Die hat sich immer so quer genommen und ist dann damit auf dem Teppich gelaufen. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Dir schmeckt das, gell? Njam, njam, njam. Und ja, die Kleine, die findet es jetzt halt nicht mehr so klasse, aber mal gucken. So lange üben wir halt an der Hand.
Ganz neu seit gestern hat sie übrigens angefangen, auf die Couch zu klettern. Also das ist wirklich ja, also ein halber Meter, wenn nicht sogar höher. Da kommt sie jetzt hoch, jetzt kommt sie auch aufs Bett und auf den Couchtisch zum Beispiel. Also jetzt darf man sie wirklich nicht aus den Augen lassen. Sie weiß halt noch nicht, wie man da wieder runterkommt. Das muss man ja dann auch erst noch lernen, dass es da rückwärts wieder runter geht und nicht vorwärts mit einem Purzelbaum. Genau, da muss man jetzt echt extrem aufpassen. Die kommt überall hoch, überall dran, wo sie möchte. Und ja, das ist jetzt gerade ein bisschen turbulent. Also nochmal eine Umstellung, aber... ja, so ist es halt. Ich habe übrigens einen kleinen Lockenkopf zu Hause. Das ist so niedlich. Vor allem, wenn es warm ist und sie schwitzt, da bilden sich wirklich so kleine Schweinsringellöckchen. Das ist so niedlich. Einfach ein kleines Goldlöckchen. Und da bin ich auch so, so gespannt, wie sie sich noch entwickelt, was jetzt die Haarfarbe und die Augenfarbe auch betrifft. Die Große, die kam ja ganz dunkel auf die Welt. Die ist aber inzwischen auch hell. Also vor allem im Sommer hat sie... in den Spitzen unten so Strähnen, die werden wirklich komplett blond. Also so dunkel ist sie jetzt nicht mehr. Die ist auch um einiges heller geworden. Und bei ihr hoffe ich nicht, aber ich denke, es wird genau in die gegengesetzte Richtung gehen. Aber mal gucken, da bin ich ganz gespannt. Ich würde mich freuen, wenn sie wirklich so hell bleibt. Weil halt auch ganz viele sagen, oh, das ist total die Mama. Wobei ich da wieder sagen muss, das finde ich nicht. Also ich finde auch nicht bei Milena, sie ist total Papa. Ich finde, die sind beide eine... gelungene Mischung von uns beiden, aber gerade durch die Haarfarben, ja, ist es irgendwie so aufgeteilt irgendwie. Milena voll Papa, Kilia voll Mama. Ich höre es gerne natürlich, weil ich habe halt bei Milena immer nur gehört, das ist voll der Papa. Aber ja, ich bin einfach gespannt. Auch bei der Augenfarbe bin ich total gespannt. Da hat sie momentan noch mehr das Grün von mir mit drin als das Braun von Papa. Aber ja, das kann sich ja noch... ändern. Kilia hat jetzt inzwischen 9 Zähne. Das hat mit 5 Monaten angefangen. Da ging es dann eigentlich Schlag auf Schlag, dass da einer nach dem anderen kam. Dann hatte sie ganz schnell ihre 8 Zähne voll und ich dachte, dann geht es direkt weiter mit den Eckzähnen. Aber die sehen wirklich seit dem Moment an aus, als würden die jeden Moment kommen. Die kommen aber einfach nicht. Also es ist weiß, es ist dick, aber bisher sind die noch nicht gekommen. Und jetzt war es so, dass sie einen Tag hatte, da war sie sehr, sehr quengelig. Und man hat gemerkt, also sie hat Schmerzen, hat die ganze Zeit auf der Seite gekaut. Tut mir leid, dass es hier so laut ist, wir haben gerade Besuch. Jetzt spielt die Kleine dann noch rum. Ja, ist ein Baby-Update. ja, da hat sie drauf rumgekaut, schon ein paar Tage vorher eigentlich, aber da war sie nicht quengelig. Aber an dem Tag ging es ihr halt nicht so gut. Da habe ich mal geguckt und habe halt mir schon gedacht, dass es die blöden Zähne sind. Und dann war tatsächlich schon einfach der Backenzahn da. Richtig krass, ich war total überrascht. Also zumindest die eine Hälfte war da und die andere Hälfte ist gerade noch am Durchbrechen. Aber das ist dann der 9. Zahn. Und da sieht direkt auf der anderen Seite sieht es auch so aus, als würde der dann demnächst kommen und unten dasselbe. Mal gucken, vielleicht geht es jetzt wieder Schlag auf Schlag. Wer so lange schon so viele Zähne hat, der kann auch gut essen. Und das kann Kilia Maus wirklich. Ja, sie isst eigentlich inzwischen so ziemlich alles mit uns mit. Ich denke, er musste jetzt gerade hier so wackeln. Ja, ne? Das müssen wir jetzt machen. Wie gesagt, sie isst jetzt inzwischen eigentlich alles vom Tisch mit. Also klar, so scharf gewürzte Sachen oder so jetzt nicht. Auch bei Nudeln oder so ist es so, dass ich die erst koche, ihr dann welche rausnehme und die danach erst salze. Und genauso bei Soßen oder beim Fleisch oder so oder beim Gemüse, da mache ich das eigentlich genauso. Meine Große, die hat gerade auch Ferien und da habe ich jetzt die Woche eingeführt, dass Kilia morgens auch Frühstück bekommt. Vorher war das so, sie hat nachts um 3, 4, 5 oder 6, das ist wirklich komplett verschieden, da dann noch eine Flasche getrunken. Und morgens, da hatten wir dann schon eigentlich eine Routine, zwischen 9 und halb 10 wurde sie dann wieder müde und da gab es dann nochmal eine Flasche. Und jetzt habe ich das aber eingeführt, dass es da dann einfach für sie auch das richtige Frühstück mitgibt und das funktioniert eigentlich ganz gut. Sie isst ja sowieso sehr, sehr gerne. Da gibt es dann einfach ein bisschen Toast, ja, Gemüse, Obst, so das Übliche halt. Mittagessen kriegt sie zwischen 12 und 1 dann. Da kommt es dann drauf an, ob ich schon zum Kochen gekommen bin. Dann isst sie einfach ganz normal von uns mit. Oder ansonsten gibt es halt ein Gläschen. Nachmittags gibt es dann einen Snack, also ein paar Reiswaffeln oder Obst und Gemüse. Je nachdem, was wir halt auch so snacken. Ja, und dann natürlich dazu immer Wasser. Zwischendurch immer ganz viel Wasser. Da ist es auch nicht gut, glaube ich. Ich habe sie direkt an Wasser gewöhnt. Und da trinkt sie gar nichts anderes eigentlich. Abends um 19 Uhr bekommt sie dann ihren Abendbrei, den rühren wir an. Das ist immer noch der Haferbrei, den sie auch schon direkt am Anfang bekommen hat. Der gefällt ihr und da haben wir bis jetzt auch nichts geändert.
Genau, und dann, wenn sie ins Bett geht um 20 Uhr, also das sind jetzt so die Regelzeiten, zurzeit sind Ferien und es ist so heiß und so, da verschiebt sich das alles ein bisschen. Aber ja, zur Regel um 20 Uhr geht sie dann ins Bett und da gibt es dann nochmal eine verdünnte Milch und die braucht sie auch wirklich, also die gibt sie bisher nicht her. Aber solange sie mir zeigt, dass sie das wirklich auch brauchen möchte, kriegt sie das auch einfach. Genau, und mit der schläft sie dann ein. Also sie schläft dann in der Regel ein, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, gerade jetzt eben, wenn es so heiß ist, steht sie noch 15, 20, 30 Mal eine Stunde lang immer wieder auf und will nochmal die Mama, möchte nochmal ein Schnulli, nochmal was zu trinken, nochmal die Musik an oder so. Ja, aber ich denke, das kennt jede Mama, gehört halt dazu. Wenn wir dann gerade beim Thema Schlafen sind, kommen wir mal zu unseren Nächten. Und da muss ich echt sagen, das ist wirklich jeden Tag eigentlich eine Überraschung. Also da ist wirklich eigentlich jede Nacht anders. In der Regel muss ich sagen, kriegt sie eine Flasche, aber da sind die Uhrzeiten halt auch verschieden. Eben 3, 4, 5, 6 Uhr kann das sein. Jetzt gerade, wo es so heiß ist, wacht sie auch um Mitternacht öfter mal auf und möchte halt einfach mal was trinken oder zwischendurch. Da geht es dann eher ums Trinken statt um die Flaschi, ja, oder den Schnuller oder sonst irgendwas. Also in der Regel mindestens einmal wacht sie auf. Wir hatten auch schon eine Phase, da hat sie durchgeschlafen, ein paar Tage am Stück, wirklich von 8 bis 6 durch. Das war aber dann ganz schnell wieder vergessen, leider. Und zum Thema Schlafen muss ich auch sagen, man gewöhnt sich an alles. Also es ist eine Riesenumstellung, wirklich dieses nächtliche Aufstehen und sich um jemanden kümmern müssen. Also gerade wenn sie noch so ganz klein sind, wenn sie frisch geboren sind, das ist eine Riesenumstellung, wie ich finde. Aber auch nach 10 Monaten, muss ich sagen, ist das noch eine Umstellung. Also man gewöhnt sich dran an die Routine, wenn man jetzt ein, zwei, dreimal in der Nacht aufstehen muss und das wirklich Routine ist, man gewöhnt sich dran. Wenn sich das dann aber häuft und da mal mehrere Nächte irgendwie totales Chaos ist, dann kommt man da wieder voll in den Schlafmangel und das finde ich auch jetzt nach 10 oder 10,5 Monaten immer noch schwer, aber ja, auch da gewöhnt man sich dann wieder dran, aber es ist halt dann auch wieder eine Umstellung. Und gerade der Schlafmangel, ja, man braucht halt irgendwie irgendwann mal seine Ruhe, seine Energie muss man ja irgendwie tanken und ja, es gibt halt Phasen, da funktioniert das nicht so. Und man muss trotzdem funktionieren. Und das finde ich halt ganz ehrlich auch nach 10,5 Monaten noch schwierig. Aber so langsam, irgendwann mit 1, 1,5, wird es ja dann auch besser. Mein kleiner Quatschkopf. Ja, das war jetzt so ziemlich alles, was ich erzählen wollte. Also ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht. Das war jetzt so frei raus. Wahrscheinlich fällt mir nachher doch nochmal was ein. Aber auch wenn euch noch irgendwas interessiert, schreibt mir das ganz gerne in die Kommentare unten rein. Ich freue mich sehr über den Austausch mit euch. Und an der Stelle sage ich dann jetzt Tschüss. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ja, bis dahin. Ciao.